Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu einem neuen Unboxing-Video und zwar Disney Locana. Gucken, ob man es ein bisschen sieht. Und zwar ist es wieder ein Starter-Deck. Und zwar mit den Farben Bernstein und Amethyst. Vorne drauf sind Mirabel Madrigal und Bruno Madrigal aus Encanto. Das Encanto, das steht hier nicht, aber. Das weiß ich. So. Und dann wollen wir mal den Bums hier öffnen. Dann gucken wir mal, was wir hier drin haben. Also ein Starter-Deck auf alle Fälle mit 60 Karten. Zwei Foil-Karten dabei. 11 Schadensmarker, eine Spielmatte aus Papier, ein Legendenmarker aus Papier, ein Regelheft und ein Booster mit 12 zufälligen Karten. Ich habe hier übrigens, deshalb sieht es hier ein bisschen höher aus, zwei jetzt übereinander gestapelt von den Dingern. Ich habe das eine leer geräumt. Das sind jetzt die Hüllen, die ich letztes in eine andere Box gepackt habe, da jetzt erstmal drin. Und hier ist noch das volle oben drauf. Da passt ja noch ein bisschen was rein. Das können wir also erstmal noch nutzen, bis es wirklich nicht mehr geht. So. Da haben wir einen. Das Starterdeck drin. Dann haben wir hier in Bleu, diesmal mit einem hellen Legendenmarker. Interessant. Hier drin ist ein Booster mit Ariel drauf. Dann die Schnellstartregeln und eine Spielmatte. Im Ursula-Design, weil das gehört ja hier zu Ursulas Rückkehr. Auch wenn hier Encanto-Figuren drauf sind. Marker sehen auch wieder ein bisschen anders aus. Die haben rote Zahlen. Ja, okay, wir kommen aber erstmal zum Starterdeck. Oh, da steht diesmal sogar was drauf. DLC S04 Deck A.de. A. Gibt es A und B oder wie? Und eine Zahl, die ist jetzt unwichtig. So. Oh, hoppala. Gucken wir uns das Ganze an. Natürlich hier auch wieder neue Karten. Das ist hier eine epische Karte vorne, ne? Foil, Mirabel, Madrigal. Sieht man gar nicht richtig. Ich glaube, das liegt mal wieder an der Kamera. Die ist überhaupt nicht fokussiert. Gabe der Familie. Und die Amethystkarte ist Bruno Madrigal aus den Schatten heraus. Eine seltene Karte. So, dann zu den restlichen Karten. Da haben wir Agustin Madrigal. Tollpatschiger Vater. Den haben wir noch ein zweites Mal. Und auch noch ein drittes Mal. Die Karten gerade nicht so richtig in der Hand. So, dann haben wir hier Ariel, singende Meerjungfrau. Das ist die hier drauf ist. Ne, das ist eine andere. Dann Felix Madrigal, lebensfroher Familienvater. Den haben wir noch ein zweites Mal. Dann Julieta Madrigal, exzellente Köchin. Noch ein zweites Mal. Dann Mickey Maus, Dirigent. Auch noch ein zweites Mal. Oh, den kennen wir schon aus dem ersten Set. Sebastian. Hier,
Hofkomponist. Auch ein zweites Mal. Mirabel Madrigal, Finderin der Vision. Ein zweites Mal und ein drittes Mal. Dann Rolli, Hungriger Welpe, aus dem letzten Set, aus dem dritten. Den haben wir auch nochmal ein zweites Mal. Dann Prinz Erik, Seefahrerprinz, der ist auch neu. Gibt es auch ein zweites Mal und ein drittes Mal. Dann haben wir hier noch einen neuen Stitch. Außerirdischer Tänzer. Zweites Mal und drittes Mal. Das ist aus dem dritten Set. Lass mich nicht allein. Ein Lied. Zweites Mal. Dann aus dem ersten Set. Heilendes Leuchten. Aktion. Und ein zweites Mal. Dann auch neu diese Familie. Lied. Ebenso neu noch ein Lied, Verlassen im Wald. Zweites Mal. Und dann kommen wir zu den Amethystkarten. Da haben wir Antonio Madrigal, Tierexperte. Ein zweites Mal, ein drittes Mal. Dann Elsa, amtierende Königin aus dem ersten Set. Und ein zweites Mal und ein drittes Mal. Dann Camillo Madrigal, Scherzkeks. Auch ein zweites Mal. Dolores Madrigal, gute Zuhörerin. Auch ein zweites Mal. Hi Hi aus dem zweiten Set. Wiederkehrende Erscheinung. Ein zweites Mal. Und Isabella Madrigal, perfekt, nicht ohne Grund. Dann Luisa Madrigal, magisch stark. Noch ein zweites Mal. Dann Marshmallow, auch ein neuer Marshmallow. Furchteinflößender Schneemann. Zweites Mal. Drittes Mal. Pepa Madrigal. Wettermacherin. Dann aus dem dritten Set die Königin. Hasserfüllte Rivalin. Auch noch ein zweites Mal. Dann auch neu ist Tic-Tac, ständiger Verfolger. Und noch ein zweites Mal. Arme Seelen in Notenlied. Noch ein zweites Mal. Und, oh, ein neuer Ort. Casa Madrigal. Casita. Den haben wir noch ein zweites Mal und ein drittes Mal. So, das waren schon mal, das war schon mal das Deck. Jetzt haben wir natürlich hier noch einen Booster. Im Booster sind ja auch noch mal 12 Karten drin. Ja, Booster öffnen.
Ja, okay. Also die erste Karte ist schon mal wieder Casa Madrigal. Casita hatten wir ja gerade den Ort. So. Dann verbogener Tintenformer als Gegenstand. Anna, dem Sturm trotzend. Max, loyaler Hirtenhund. Pegasus, fliegendes Ross. Fortisphäre, ist ein Gegenstand. Fortisphäre, okay. Dann kommen wir zu den Ankamen. Da haben wir einmal Felix Madrigal, lebenshoher Familienvater. Dann Camillo Madrigal, Scherzkeks. Und noch ein Gegenstand, großer Steindrache. Als seltene Karte haben wir Goofy. Super Goof. Und oh, noch eine legendäre Karte. Mulan, Elite-Bogenschützerin. Schütze heißt es natürlich. Bogenschütze. Und die Foil ist eine Kamenkarte. Daisy Duck. Musketierspionen. Musketierkarte. Okay. Und dann haben wir hier wieder irgendwas, was irgendwas zusammen wird. Ja. Weil ein neues Regelelement gibt es ja hier nicht. Natürlich kann man sich auch die Disney Lokaler Begleit-App im Google Play Store oder im Apple App Store runterladen und dann kriegt man ja auch da alle Karten auf einen Blick. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, um kein Video zu verpassen oder auch einen Daumen da lassen, Kommentar schreiben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.